Moin und Namaste. Ich bin Kerstin von Matten-Yoga. Schön, dass du hier auf der Matte bei mir gelandet bist. Ich habe heute eine Hormon-Yoga-Einheit für euch, die dir hilft, wenn du in der Menopause Durchschlaf- oder Einschlafprobleme hast. Diese Einheit kannst du gern zu deinem Abendritual machen. Und im Anschluss an die Übungen auf der Matte kannst du dich gern schon ins Bett legen und einfach mir nur lauschen, wie ich dich langsam in eine tiefe Entspannung und vielleicht auch in den Schlaf begleite. Also heute mal ganz sanft, hopp, up die Matte und los, geitert. Wir starten erstmal in der Berghaltung. Öffne deine Füße mattenbreit. Heb deine Zehen nochmal von der Matte an und dann senk sie langsam ab. Verteile das Gewicht auf deinen Füßen. Roll die Schultern nach hinten, Bauchnabel zieht nach innen, dein Blick geht geradeaus, die Handflächen zeigen nach vorn. Und dann lass uns, um hier anzukommen, nochmal 3 tiefe Atemzüge nehmen. Schließ gern dazu deine Augen. Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Noch 2-mal so, atme ein und aus. Atme ein und aus. Verharre noch kurz hier. Baue die Verbindung zu dir selbst auf. Mach dir klar, du hast es geschafft für heute und kannst dich jetzt entspannen. Und dann öffne deine Augen. Bring die Hände zu den Hüften. Du bist immer noch hüftweit aufgestellt. Beginnen wir zu pendeln. Einatmend kommen wir auf die Spitzen und ausatmend auf. Einatmen, wachse. Ausatmen, gehe tief. Einatmen, wachse. Zehenspitzen, ausatmen, Fersen. Finde deinen eigenen Rhythmus. Wir wiederholen hier noch einige Male. Und lasse deinen Atem fließen. Such den besten Punkt vor dir. Vielleicht am Anfang der Matte, der dir Stabilität schenkt. Der halbe Weg ist geschafft. Wir massieren hier unsere Füße. Und zwar die Punkte, noch 5, 1 letztes Mal, komm auf die Zehenspitzen und dann roll dich auf die Fersen ab.
Wunderbar. Schüttel deine Beine aus und dann komm mit mir zusammen auf deine Matte. Und zwar kannst du erstmal das Kissen zur Seite bringen und deine Decke auf die Matte legen. Wir wollen uns sehr richtig gemütlich haben. Und dann kommst du auf den Rücken. So dass dein kompletter Rücken auf der Matte aufliegt. Zieh die Knie zum Bauch. Dann umfasst du deine Kniekehlen. Und jetzt schaukeln wir zurück, atmen aus. Und wenn wir nach oben kommen, atmen wir ein. Ausatmen, einatmen. Wir massieren so unsere Wirbelsäule. Ausatmen zurück, einatmen nach vorn. Dein Rücken wird schön rund, dein Kinn zieht Richtung Brust. Vielleicht knackt es ab und zu mal ein bisschen, aber das ist ein gutes Zeichen. Dann wird deine Wirbelsäule wieder dorthin gerückt, wo sie hingehört. Versuche das wieder eine Art bewegte Meditation werden zu lassen. Konzentriere dich auf deinen Atem. Lass ihn gleichmäßig fließen. Noch ein paar Wiederholungen. Du hast es gleich geschafft. Noch fünf. Vier. Drei noch, zwei noch, ein letztes Mal. Und dann bringen die Knie zur. Von hier aus roll dich nochmal nach oben und wir kommen in den Schneidersitz auf deine Matte. Und hier im Schneidersitz wollen wir jetzt 10 tiefe Atemzüge nehmen. Wir atmen durch die Nase ein und aus und wir bringen unsere Hände auf unseren Bauch. Denn beim Einatmen wird unser Bauch ganz rund und beim Ausatmen ziehst du die Bauchnabel so lang bis zur Wirbelsäule, bis dein Bauch ganz flach ist und auch das letzte bisschen Luft aus deinen Lungen ausgetreten ist. Das Ganze 10-mal. Schließ gerne deine Augen hierfür und dann lass uns beginnen. Atme tief in deinen Bauch hinein. Ausatmen, lass den Bauch wieder flach werden. Einatmen, dein Bauch wird rund. Ausatmen. Lass dein Ausatmen länger sein als dein Einatmen. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Fünf weitere Atemzüge in deinem Atemrhythmus.
Wunderbar. Bring deine Hände wieder auf deinen Oberschenkeln. Lass die Augen noch geschlossen. Spüre nach. Öffne langsam deine Augen und komm mit mir in den Fersensitz. Ich zeige euch das eben mal von der Seite. Bring den Po zu den Fersen. Wenn sich das ein bisschen ungemütlich anfühlt, kannst du gern dein Kissen zwischen Unterschenkel und Po bringen. Und dann sitze aufrecht, vom Steiß bis zum Scheitelpunkt bist du ganz gerade. Deine Schultern ziehen wieder tief. Und wir wollen jetzt in die Soham-Meditation bringen. Soham heißt so viel wie, das bin ich. So bin ich oder ich bin so wie er und er ist so wie ich. Das soll einfach heißen, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Wir gehören mit dazu, sind aber auch Individuen. Und diese Atmung ist ganz beruhigend, erde dich noch einmal. Und dazu nehmen wir auch ein Mudra ein, nämlich das Jnana Mudra. Dazu schiebst du deinen Fingernagel des Zeigefingers an das Wurzelgelenk. Das heißt, du klinkst dich hier unten so ein bisschen ein und dein Daumen legt sich über deinen Zeigefinger. Mit beiden Händen. Streck die Arme aus und bring sie von außen an deine Beine, Schultern tief. Und jetzt werden wir abwechselnd mit So und Ham ein- und ausatmen. Immer wenn ich So sage, atmest du ein und wenn ich Ham sage, atmest du aus. Das kannst du, wenn du das alleine machst, auch immer vor dir leise im Geist sagen. Und so einen gleichmäßigen Rhythmus deines Atems bewirken. Bring deine rechte Hand im 45-Grad-Winkel nach oben. Und so wechseln wir auch gleich. Schließ die Augen, nimm nochmal einen Atemzug ein und wieder aus. Und dann lass uns beginnen. So. Ham. So. Ham. So. Ham. So. Noch weitere 5 Mal ganz in Stille in deinem Geist. Und lass deinen Arm sinken, löse dein Mudra auf, bring die Hände auf die Oberschenkel und spüre die Energie, die durch deine Arme geflossen ist. Nimm ruhige, tiefe Atemzüge hier.
Und dann öffne deine Augen. Und jetzt begeben wir uns in Shavasana und werden uns dort noch weiter entspannen. Du kannst das Kissen gern ans Ende deiner Matte bringen, um deinen Kopf darauf abzulegen. Du kannst dich gern zudecken. Du kannst dich gern schon in dein Bett legen, wenn du möchtest. Öffne deine Beine mattenbreit. Lass die Füße nach außen fallen. Arme kommen mit den Handflächen nach oben neben deinen Körper. Die Schultern ziehen leicht zu dir. Und dann nimm noch einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Durch den Mund wieder aus und sinke tief in deine Matte. Versuche, alle Muskeln deines Körpers zu entspannen. Und beobachte für kurze Zeit deine natürliche Atmung. Spüre, wie die Luft deine Lungen beim Einatmen ganz natürlich ausfüllt und wie sie sich beim Ausatmen wieder zusammenzieht. Und dann konzentriere dich auf dein linkes Hüftgelenk. Spüre das Gelenk. Und dann atme ein und spüre, wie beim Ausatmen eine Welle der Entspannung und der Ruhe dein linkes Bein hinunterläuft. Vom Oberschenkel über das Knie in die Wade bis hin zum Knöchel und in die Zehen. Atme nochmal ein und wieder spürst du diese Entspannung in deinem linken Bein. Oberschenkel, Knie, Wade, Knöchel, Zehen. Noch einmal atme ein und ausatmen. Entspanne nochmal deinen Oberschenkel, dein linkes Knie, deine Waden, dein Knöchel, und deine Zehen. Spüre, wie dein linkes Bein sich vollkommen entspannt und schwer wird. Und dann nimm das rechte Hüftgelenk wahr. Spüre das Gelenk. Und auch hier wollen wir noch mal tief einatmen und dann spürst du, die Wade bis hin zum Knöchel und den Zehen. Noch zweimal so. Atme ein und dann atme Entspannung in dein rechtes Bein, in dein Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Knöchel und Zehenspitze. Ein letztes Mal nimm noch einen tiefen Atemzug und lass dein Bein noch einmal entspannen. Oberschenkel, Knie, Wade,
Knöchel, Zehenspitze. Spüre die tiefe Entspannung. Dein rechtes Bein ist jetzt ganz entspannt und schwer. Konzentriere dich nun auf deine linke Schulter. Und wir atmen hier wieder tief ein und ausatmen. Kommt eine Welle der Entspannung in deinen linken Arm, Ellenbogen, Handgelenk bis zu den Fingerspitzen. Du spürst, wie sich dein Arm mehr und mehr entspannt. Atme nochmal ein und atme in deinen linken Arm über den Ellenbogen bis hin zum Handgelenk und die Fingerspitzen. Ein letztes Mal atme ein. Atme in deinen linken Arm hinaus, schenke ihm Entspannung, Ellenbogen, Handgelenk, Fingerspitzen. Spüre, wie schwer er geworden ist. Dann gehe zu deiner rechten Schulter. Spüre deine rechte Schulter. Und dann lass uns deinem rechten Arm noch mehr Entspannung schenken. Atme ein. Und beim Ausatmen entspannt sich dein rechter Arm, dein Ellenbogen, dein Handgelenk, deine Finger. Atme noch einmal ein und schicke Entspannung in deinen rechten Arm, dein Ellenbogen, dein Handgelenk, deine Finger. Ein letztes Mal atme ein und schicke Entspannung in deinen rechten Arm, dein Ellenbogen, dein Handgelenk, deine Finger. Spüre, wie schwer dein Arm geworden ist. Und jetzt konzentrieren wir uns auf den Scheitelpunkt in der Mitte deines Kopfes. Versuche ihn zu fühlen. Atme ein bisschen tiefer ein und schau, was du empfindest, wenn du wieder ausatmest. Und die Entspannung deinen ganzen Körper hinunterläuft, über die Kopfhaut, Gesicht, Hals, Brustkorb, Arme, Taille, Bauch, Waden und Füße. Noch zweimal so. Atme wieder etwas tiefer ein und ausatmen. Schick die Entspannung abwärts über deine Kopfhaut, Gesicht, Hals, Brustkorb, Arme, Taille, Bauch, Oberschenkel, Waden und Füße. Ein letztes Mal atme ein und beim Ausatmen entspannst du die Kopfhaut, dein Gesicht, Hals, Brustkorb, Arme, Taille, Bauch, Oberschenkel, Waden
und Füße. Du spürst eine tiefe Entspannung. Dein Körper ist ganz schwer und sinkt tief in die Matte. Und jetzt wollen wir uns noch ein bisschen tiefer entspannen und uns unserer Atmung widmen. Konzentriere dich auf deinen linken Fuß. Atme langsam ein und fühle, wie du Energie durch deinen linken Fuß eintreten lässt. Und diese Energie fließt hinauf bis zum Hals. Stell es dir vor deinem inneren Auge. Und beim Ausatmen fließt die Energie vom Hals über dein rechtes Bein aus deinen rechten Fuß heraus. Lass diese Einatmung, diese Energie, diese Atemenergie nicht in deinen Kopf fließen. Mach Schluss beim Hals, denn wir wollen uns ja jetzt entspannen und schläfrig werden. Atme nochmal ein und hole dir Energie in deinen rechten Fuß. Transportiere sie hinauf bis zum Hals. Und beim Ausatmen über dein rechtes Bein und deinen rechten Fuß wieder aus deinem Körper hinaus. Einmal noch so, atme ein, Energie über deinen rechten Fuß bis hinauf zum Hals. Ausatmen von Hals über dein rechtes Bein hinaus aus deinem rechten Fuß. Und jetzt atmen wir ein und lassen Energie durch unseren rechten Fuß eintreten. Transportieren es zum Hals und ausatmen durch das linke Bein und den linken Fuß hinaus. Einatmen, Energie aufnehmen in den rechten Fuß bis zum Hals und ausatmen durch das linke Bein und den linken Fuß wieder hinaus. Atme noch einmal ein. Energie durch deinen rechten Fuß in den Körper bis zum Hals. Und ausatmen durch das linke Bein und den linken Fuß wieder hinaus. Und dann lass deinen Atem ganz natürlich ein- und ausfließen. Ein- und aus. Ein und wieder aus. Sorge dich um nichts. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Ich wünsche dir eine ruhige und entspannte Nacht.